the seventh plague. Hail. Wer von euch hat noch mal in Religionsunterricht richtig aufgepasst? Wie viele Plagen gab es noch mal? Und B, war Hagel mit dabei? Ich bin gerade echt verwirrt. Das haben wir mindestens 8 Plagen. Oder waren es sogar... Warte mal, waren es nicht sogar 10 Plagen? Oh Gottes Willen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Du weißt schon, Religion, das, was die Leute dumm macht. Schlittschuh laufen. Weste. Okay. Ausgerechnet die blinde Nuss, du sagst es. Was soll ich denn jetzt hier machen? Soll ich das hier Eis im Einbrechen? Was ist hier nur los? Ich kapiere gerade gar nichts mehr. Also kreativ Rusty Lake auch ist, manche Rätsel sind aber echt weit hergeholt. Warum habe ich auch zwei Steine? Also, schau mal. Ja, fast. So könnte es funktionieren. Ay, caramba, ey. Ich werde bescheuert. Das könnte vielleicht hier funktionieren. Das ist das Spiel, was Verrückte macht, Leute. Okay, es reicht. Es könnte dann hier ausklappen. Heute, es geht alles irgendwie um diesen Game-Stein, den einzelnen da. Hab nichts gesagt. Ich, in dem Moment, wo es gebraucht wird, wollte ich sagen, den brauchen wir schon mal gar nicht. Hab Angst, die Waldfee. Okay, was passiert jetzt? Okay. Das Eis ist gebrochen. Okay. Mein Bruder. Ich brauche einen Hammer. Na gut, das ist erledigt. Und ein Schal. Vor allem die Vasen jetzt überall hier. Leute, vergesst nicht, haltet Ausschau nach den Symbolen. Ich werde sie wahrscheinlich wieder übersehen. Hier könnte ich einen Schneebaum bauen. Ja, sag ich doch. Oh, es war mein Schneemann. Ein Resetstein. Pokémon Eisphysik Rätsel. Sag ich doch. Nun kommen meine wahren Pokémon-Skills zu Vertrage. Das ist aber relativ simpel bisher. So, dann. So. Sieht kompliziert aus, aber bisher war es recht simpel.
Das könnte jetzt wirklich ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Warte mal. Meine Pokémon-Skills. Hier mir ein Pokémon-Spiel ohne. Okay, Pokémon Omega und Alpha. Okay, die Sonne und Mond, Strich. Omega und Alpha. Ich Omega und Alpha, was sag ich da? Okay. Verkackt. Ja, schön für dich, Henny. Schon wieder verkackt, so ein Kack. Oder? Nee, nicht verkackt. Sehr schön. Sag ich doch, dass ich gut bin. Vielleicht brauche ich zwei Ansätze manchmal, aber ach du liebe Zeit. Obwohl, auf den ersten Blick, wie gesagt, meistens sehen sie auf den ersten Blick so total komplex aus, aber dann sind sie doch recht simpel. Und damit kriegen wir einen Diamanten mal wieder, Supi. So, was haben wir? Okay. Erdbeeren, sehr schön. Sehen Sie so ganz mein Ding. So, drei Diamanten, eine Schneekugel ergibt. Okay. Zwei Diamanten haben wir schon mal. Kraftvolle Schneekugel. Okay. Ist der aber gleich da rein? Nö, die Schneekugel. Tatsache geht. Cool. Die Erdbeeren, die Augen von Schneemann? Nee, ich denke mir, erst muss ich meinem Bruder zum Essen geben. Meinen Bruder! Oh, mein Eichhörnchen! Erdbeeren wird schon mal nicht. Das ist dieser knuffig. Habe ich ein paar Nüsse für ihn. Jetzt ist ja ein Ziegenschädel. Okay, das von einer Kuh. So viel zur Ziege. Die dritte Vase rumsteht. Ja, denen geht's gut. Ein Eis will der feine Herr jetzt also haben. Verstehe. Schon klar. Okay, ich glaube, ich mache das nachher ja mal. Denke ich, ist schon ein bisschen komisch. So, dann haben wir hier. Ja, hier brauchen wir die Diamanten. Zweig. Also hier müssen wir den Würfel. Es ist Rusty Lake. So, Punkt. Da habt das. Den Horn der Kuh, das Eichhörnchen erstechen. Wäre nicht das Grausamste, was wir bisher hier getan hätten, in diesen Spielen. Vor allem, warum sind die überall Urnen? Sie haben sich jetzt auch noch irgendeine Bewandtnis. Kann natürlich sein, mit Hilfe des Zweigs kann es funktionieren. Versuchen wir es doch mal. Shake your ass. Nö. Vielleicht. Ah, natürlich. Er will Erdbeer 1. Der will Erdbeer 1 natürlich. Ah, na klar. Der feine Herr will natürlich Erdbeer 1. Na dann, wohl bekomm's. Natürlich noch aus dem natürlichen Anbau alles.
Und jetzt? Und ja, jetzt hier? Wo habe ich das alles gemacht? Ich schätze, man muss ja noch ein zweites machen. Ein zweites kann ich auch noch theoretisch machen. Ja, zweites kann ich theoretisch auch noch machen. Ja, er ist happy. Schön für ihn. Soll mir Hinweise geben. Da soll mir die Rätsellösungsansatz. Dinger. Bob. Ich kann Kristallkant nicht wieder rausnehmen. Nusseis. Ein Nutella-Eis natürlich. Nutella-Eis habe ich übrigens schon mal gegessen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Hier haben wir den zweiten Namen des Schneemanns, aber gehe ich noch nicht. Da komme ich noch nicht dran. Ich habe irgendwas Gefühl, dass ich hier etwas übersehen habe. Aber hier kann ich ja nichts machen. Ha. Ich sag, überall diese Urnen. Und ohne Werkzeug komme ich hier scheinbar auch nicht voran. Ich kann mir gut vorstellen, wie es passiert ist bei ihnen. Zuerst war diese Fliege und dann, als dann die Seuche verschwunden ist, als dieser Seuchenfluch aufgehoben wurde, der ihn zu der Fliege verwandelt hat, ist er dann einfach abgestürzt. Das kann ich mir gut vorstellen, wirkt auf mich ziemlich akkurat. Mhm. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Ich habe das Horn ja, oder die Hörner, gehabt. Hier ist sonst auch. Ich kann noch mal reingucken, vielleicht. Ich kann noch mal reingucken, vielleicht. Vielleicht finde ich ja sogar was. Ja, wie wäre ich mit einem Hammer, mit dem wir weiterkommen können? So, kann ich nämlich die Vasen kaputt machen? Stirb, Eichhörnchen! No! Gut. Das Eichhörnchen überlebt erstmal den Hammer. Vorerst. So, dann wahrscheinlich mal kräftig draufhauen. Oder auch nicht. Toll, jetzt habe ich einen Hammer. Ich wollte gerade sagen, einen Hammer mit einem Ast abschlagen. Wäre nicht so unüblich, aber mit einer Axt geht's besser. Zwei Striche. Soll ich jetzt meinem Onkel als überbraten oder was? Er geht ja nicht. Hier, siehst du, ich krieg drauf und nichts passiert. Da frage ich nur, wo krieg ich den Meister her? Ja, das Rätsel kann ich hier noch. Das Rätsel kann ich sogar noch weitermachen. Also das heißt, ich muss mindestens noch einmal hier wieder ein Eis machen. Aber erstmal. Okay. Ich drücke auf den Hut. Wenn ich auf den Hut drücke, sind den Hut mit den Hand dran. Wenn ich nochmal drauf drücke, nimmt die Hand weg. Das ist komisch. Wenn ich ihn nochmal lecken lasse vom Eis, sind wir haben Hand auch weg. Das ist euch echt merkwürdig. Mach was! Mensch! Das ist natürlich eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee sogar. Das könnte in der Tat funktionieren. Ah, tut's aber nicht. Haben wir es ausgewählt? Na? Passiert nichts. Schade. Schade, schade, Schokolade. Und wenn ich auf die Urne draufklicke, passiert ja auch nichts. Ist bisher wieder nur was passiert, wenn ich ihn. Wenn ich meinen Bruder angeklickt habe. Und zwar am Kopfbereich. Dann hat er was gemacht.
ist auch nichts. Ne, hier ist ebenfalls nichts. Kraftvolle Schneekugel. Wenn ich die hier benutze. Aha. Ich musste einfach die Schneekugel nochmal etwas benutzen. Mensch. Kacke. So, einmal ein Holzkeil da rein und damit ein Hammer drauf. Holzkeil. Oh, komm schon. Also das muss es echt nicht sein, ey. Das ist es so doof. Also das ist gerade echt blöd. Das hätte man schöner machen können. Ich weiß nicht wie, gebe ich ganz ehrlich zu, aber man hätte es. Ganz viele Eiswürfel. Gleich habe ich ein Eiswürfelrätsel. Aha. Schneekugel mit dem Hammer jetzt auf. Ha, der hat einen Schlüssel im Hals. Frage ist nur, wie komme ich da jetzt ran? Kann ich den Holzkeil links mal dran setzen? Vielleicht brauche ich ihn auch gar nicht mehr. Vielleicht bekomme ich ja jetzt den Hut. So, Holzkeil? Nein. Okay. Vielleicht bekomme ich jetzt den Hut. Hier ein Holzkeil irgendwo? Nö, auch nicht. Ja, er setzt den Hut an, aber nimmt nicht ab. Die Frage ist halt, warum? Okay, nicht, dass ich jetzt mit dem Holzkeil quasi dann halt in die Arme abschlagen muss oder so. Das ist ja ziemlich grausam. Nee. Nee, nee, sieht nicht so aus. Ich habe schon wieder keinen Ansatz. Das ist so... Also ich muss sagen, diese Jahreszeit, also diese Plage ist ja echt zum Kotzen gerade. Sie ist hier echt unschön gerade. Ich finde das, keine Ahnung wie viele Mal, dass ich jetzt komplett auf dem Schlauch stehe. Einfach mal komplett. Ich brauche den Hut ja scheinbar, um den Schneemann fertig zu bauen. Das ist doch so, ne. Und der will mir einfach den Hut nicht geben. Da ist ja scheinbar auch nichts mehr. Ich will nicht die Lösung benutzen. Ich will wenigstens dieses eine Mal Glaskugel kaputt machen. Also meinst du hier die Schneekugel hier? Ne, ich nehme sie automatisch mit. Das Fernsehen wird Eis nutzen. Na, ich kann es ja nicht mitnehmen. Nö, kann ich es nicht mitnehmen. Also, dann ist hier wieder Schluss. Irgendwas scheine ich hier eklatant zu übersehen. Hammer. Ich habe ein paar Mal nochmal durchlaufen lassen, da kam nichts raus. Ich könnte natürlich auch einfach mal die Schneekugel benutzen.
Scheinbar ist die Schneekugel ein richtig, wirklich wichtiges Item. Say what? Was zur Hölle? Wie soll man darauf kommen? Ich bin schockiert, sprachlos. So krieg ich schon mal einen Schneemann zusammen, okay. What's wrong with you, game? Ja, also krieg ich einen Schneemann fertig, fast. Aber halt nicht deinen blöden Hut. Der will mir einfach seinen Scheißhut nicht geben. Der will mir seinen blöden Scheißhut nicht geben, ey. Ich hau gleich mit dem Hammer einfach K.O. So, da hat er's. Oder ich gebe mir den Hut halt wirklich erst das Letzte. Kann natürlich auch sein. Nur mit der Kraft. Okay, wie hast du es gebracht? Vielleicht muss der ganz links sein. Also ich kann die kraftvolle Schneekugel quasi fast überall einsetzen. Und dort einen kleinen bisschen Hagel zu verursachen. Henny, du bist genial. Und ein Arsch. So das Protokoll. Henny war's. Das war Henny. Henny killed the Squirrel. Aber danke, ich wäre echt nicht drauf gekommen, das mal zu versuchen, ey. Das haben wir Pistazien-Eis. So, vielleicht will der Onkel der Pistazien-Eis haben. Ach so, jetzt kann er den... Natürlich. Ja, so viel dazu, ne? So, ich schätze mal, das Eichhörnchenfell ist dann für meinen geliebten Bruder. Das bisschen Eichhörnchenfell ist ja gut, ne? Henny, du bist doof und das mag ich an dir. Natürlich! Absolut plausibel. Ich habe gerade das Fenster klein gemacht, oder? Upsi. It's pretty cold in paradise. Du bist ein Idiot. Der hat aber die Ruhe weg, muss ich schon sagen. Der hat echt die Ruhe weg. Den schockt nicht, der ist eiskalt, der Typ. Kapiert? Eiskalt, weil es ja kalt und ich bin ein Idiot. So, Möhre, dann noch die Knöpfe und der Hut. Soll ich hier die Uhr einstellen? Oh, ich kann gar keine Uhr einstellen. Thank you.
Große Preis. Ja, große Preisfrage ist, was mache ich jetzt? Was zum Henker? Einfach nur was zum Henker. Ich denke mal, die Nase muss wie auf dem Bild sein, was ich jetzt theoretisch ja hätte. Und mit den Schlüsseln, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich schätze mal, ich werde dann beim Schneemann, wenn ich das Rätsel dann gelöst habe, eine Schatulle finden. Und in dieser Schatulle wird dann halt der letzte Edelstein sein. Ich verstehe nicht ganz, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Nö, keine Ahnung. Drei Diamanten, Kapelle, Würfel. Wenn ich die Nase unten gerichtet habe, kommt nicht dieses. Also was zum Geier soll ich jetzt wieder machen hier? Mit der kräftigen Schnee, mit der kraftvollen Schneekugel passiert hier auch nichts. Keine Ahnung. Hat irgendwas, hat es irgendwie Auswirkungen auf etwas? Die Ruhe weg, ey. Oh Mann. Da ist ja, habe ich irgendwo hier eine Schatulle, die ich einfach nur übersehen habe. Nö, da hat nichts. Der legt auch nur sein Eis. Hier passiert auch nichts mehr. Kann ich hier noch was tun? Will ich den Hinweis kriege vom Kuhschädel auch nicht mehr? Okay. Huch! Okay. Für was auch immer das es gut war. Wahrscheinlich für gar nichts. Ja, scheinbar für nichts. Okay, gut. Nee, eigentlich nicht gut. Eigentlich scheiße. Schauen wir nochmal das Bild mit dem Schneemann an. Könnt ihr mich noch gut hören oder bin ich wieder zu leise? Weil ich nehme mich gerade ein bisschen zurück. Wenn ich an Nachdenken bin, lehne ich mich meistens etwas zurück, deswegen. Versuche es wert. Also ansonsten habe ich jetzt auch nicht wirklich eine Ahnung, was ich machen soll. Beim Schneemann wäre ich halt einfach nicht schlau. Ich bin übrigens sehr froh, dass das sich in den Backseat Game hier gerade in Grenzen hält. Also, das meine ich jetzt wirklich. Also, ich kriege zwar manchmal von euch ein paar kleine Ratschläge, was ich vollkommen in Ordnung finde. Vor allem, wenn ich halt wirklich wie jetzt gerade total auf dem Schlauch stehe. Aber ansonsten ja, reagiert eigentlich nur halt auf Nachfrage und das finde ich gut.
Und manchmal einfach Vorschläge ist vollkommen in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Also Jungs, ich bin stolz auf euch. Fühlt euch geehrt und geknuddelt. Naja, aber keine Ahnung. Ich denke nicht. Da ist seine Schlüssel gegeben. Ich kann noch was mit ihm reden. It's pretty cold in paradise. Nö. Der bringt uns auch nichts mehr. Der bringt uns auch nichts mehr. Der Onkel ist eh nichts zu gebrauchen. Ich muss irgendwas mit den Schneebahnen sein. Nö, ich habe absolut, absolut keine Ahnung. Ich versuch's mal. Also es geht schon so. Nee, sobald wir halt im Schneemann-Modus sind, dann geht da nichts mehr. Mit dem Hammer irgendwas? Nur auch nicht. Der Holzkeil? Durchaus mit Hammer wissen alles andere sorten. Schlüssel? Der Schlüssel ist wirklich schon ein bisschen irritierend. Nee, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll noch. Und ich habe gehofft, ich schaffe es ja echt diesmal ohne Lösung, aber ihr habt auch keine Idee mehr, oder? Weil ansonsten würde ich da jetzt. Das Schöne ist an Rusty Lake, man kann sich jederzeit hier die Lösung ansehen. Finde ich zwar echt schad drum, aber mir fällt gerade. Warte. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Henny hat eine Idee. Henny, komm. Give me your shit. Nee, das habe ich nicht mehr. Das hat ja der Bruder bekommen, damit er auftaut. Er hat sich als Mütze auf den Kopf gesetzt. Das hat er leider nicht mehr. Tja. Ich gestehe zu meiner Niederlage, Rusty Lake hat mich mal wieder geschlagen, dass ich mal wieder eine Lösung brauche. Was für ein Zeichen? Nö, da kam nichts Neues.
Das war, glaube ich, nur ein Achievement. Ich sehe gerade die Plagen. Ach so, ich kann ähnlich wie bei The Roots kann ich die einzigen Plagen nochmal nachspielen. Das ist schön. Da komme ich nochmal an die Symbole ran. Sehr gut. Zusammenfassung. Ja, uns fehlt noch der letzte Diamant, der irgendwie mit dem Schneemann zu tun hat. Wir haben alles zusammen, dass der Schneemann halt funktioniert. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier mit dem Schneemann machen muss. Genau. Der bewegt sich, indem wir an den Arm rumzupfen. Genau, wir haben einen Schlüssel für irgendwas. Und ich habe nirgendwo hier irgendwo ein Schloss gesehen. Hier muss der Diamant rein. Schneekugel kommt ja immer da drauf. Ganz senkrecht geht sie nicht, nein. Ich sehe es einfach nirgendwo. Sag mir nicht, du hast jetzt wirklich die Lösung. Also, Handy, wenn du das hin jetzt hinbekommst, dann keine Ahnung, dann kriegst du Bonbon. Ein ganz großes Bonbon kriegst du dann. Gut, hier haben wir nur die Zwischengänge. Da muss ein Eichhörnchen, okay. Ja, hier war das Eichhörnchen, aber Eichhörnchen ist dead. Hier haben wir ja einen Teil des Schneemanns gefunden in den Ohren, mit Hilfe der Schneekugel. Hier haben wir den Ochsenschädel. Achso. Hier ist ja auch absolut nichts mehr. Eigentlich nicht. Ich kann mal kurz noch meinen Hammer ausrüsten. Nee, ich kann auch in keinem nirgendwo ansetzen. Mit dem Hammer kann ich auch nichts draufhauen. Nö. Kugel geht auch nicht. Hier geht schon mal nichts. Hier kann ich auch nicht mehr ansetzen. Der Hammer macht auch nichts mehr. Dort den Schlüssel rein. Also wenn das jetzt wirklich so der Fall ist, dann nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nö, nicht wirklich. Haken auf den Schädel. Vielleicht geht's ja von außen. Also so. Also wenn ich sobald wieder zu Schild ranzoome, dann geht halt nicht mehr. Oh, Handy hat eine Idee. Warte mal. Gut. Ob ich das ins Let's Play mit reinnehme? Ich denke nicht. Das werden wir wahrscheinlich rausschneiden. U-Boot? Wie ist U-Boot?
Also hier war das blinde Mädchen. Ist hier Schlittschuh gefahren und hier geht auch seitdem nichts mehr. Da war nie ein U-Boot. Ja, das Einzige, was wir durch das. Dadurch, dass wir halt das. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Ja gut, das hat mir folgendes. Das hat mir doch mal in den Schief mitgebracht. Ja. Hey, was hast du da jetzt wieder getippt? Okay, danke. Jetzt habe ich noch ein Achievement, aber es sind wir leider nicht weiter. Ist da gerade eine Katze mit der Tastatur gelaufen oder hast du eine Tastatur auf den Kopf gehauen? Du sagst es. It's pretty cold in paradise. Schnauze! Nur deine Finger, okay. Nee, Leute, ich gebe es wirklich jetzt auf. Ich schaue jetzt nach meiner Lösung. Bis gleich. Plage Nummer 7. Ich hab's erkannt, als ich's gesehen habe, ist mir aufgefallen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur auf den Ast drücken, wo die Nase drauf zeigt. Es ist eigentlich ganz simpel. Okay. Omi! Let it snow. Let it snow. Das letzte Diamant. Alter Verwalter. Was soll man dazu noch sagen, ne? Es kommt nur noch ein einzig großes Wenn man es erstmal weiß, ist es ultra einsichtbar. Aber erstmal drauf kommen. Upsi. Ich reiß gerade die Bude ein, oder was? Was hat das denn? Und da brauchen wir den Schlüssel für. Okay. Ja, Joestar, ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist üblich bei den Rusty Lake Spielen. Say what? Okay, er wollte seinen Sohn quasi den See opfern und die Mutter hat es verhindert, den sich selbst dargeboten hat. Verstehe, verstehe. So, und jetzt kommt die Heuschreckenplage. Geht doch.